Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Black. Man merkt vielleicht schon, dass ich wieder mit bester Laune rangehe. Ich durfte nämlich gerade feststellen, dass sowohl bei der originalen zweiten Folge dieses Projekts als auch bei einer Folge Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel, die eigentlich 45 Minuten lang ging, einfach der Ton komplett grundlos, komplett weg war. Sehr schön. Nehme ich jetzt beides nochmal auf. Ist natürlich klasse. Wir haben im Moment ein Pokémon. Das Ding konnten wir leider nicht fangen letzte Folge. Ich kann so viel sagen, ich werde mir jetzt nochmal die Chance geben, auf der zweiten Route, die ich am Ende der letzten Folge erreicht hatte, was zu fangen. Nachdem, auch wenn es letztes Mal nicht geklappt hatte, die Fähigkeit ergibt zu viel Sinn. Ich habe letztes Mal erneut, ich habe in der Originalaufnahme schon wieder den Encounter auf Route 2 nicht bekommen, weil ich komplett lucky war und den Gegner sehr effektiv getroffen habe. Wenn man das so hört, das kann man gar nicht glauben eigentlich, wie lucky ich bin. Aber ich bin nun mal ich, mir passiert sowas. Und ihr könnt euch schon drauf einstellen, Action gibt's heute nicht viel. Dafür bekämpfen wir einen Gegner, den man nicht alltäglich bekämpft. Wir sollen so viele Pokémon wie möglich hier am Ende der Route haben. Wir haben immerhin eins. Yo. Nein, ich habe kein Serpifeu. Ich habe jetzt im Original... Oder nee, nee, war das... Doch, das war noch letzte Folge, das Felino. Wobei ich sagen muss, dass ich froh bin. Gerade eben ist zumindest die Performance in Ordnung. Beziehungsweise für die Verhältnisse von sonst sogar echt gut eigentlich. Abgefuckt bin ich jetzt trotzdem. So langsam geht's leider jetzt normal. Schneller kann ich nicht laufen. Jetzt wird die Performance aber auf jeden Fall leiden. Denn niemand wird mich dazu bringen, den scheiß Frameskip hier nicht hochzustellen. Denn zufällig bin ich nicht so motiviert, mir von vorne bis hinten anzuhören, was es im Pokémon Center alles gibt. Sehr spannend, ich weiß. Die sagt mir jetzt, ich soll mal mein Pokémon heilen. Yay. Dann wird sie mir gleich sagen, wie der Computer funktioniert. Und dann wird sie mir sagen... Ach, stimmt! Ich finde auf der nächsten Route dann ja ein OPs Item. Es ist nicht so, dass... Also die Items wurden zu Anfang des Games einmal gerandomized. Das heißt, auch wenn ich da schon mal war und resettet habe, werde ich wieder dasselbe finden. Genauer gesagt ist das Item so OP, dass ich überlegt habe, ob ich es für den Beginn des Games ausschalte. Und hab's da. Und dachte mir, ich werde es eh nicht früh im Spiel finden, also scheiß drauf. Und dann habe ich es auf der zweiten Route gefunden. Naja, ich bin optimistisch und hoffe einfach, dass wir vielleicht auch ein bisschen weiterkommen. Als in der Originalfolge. Was aber allein schon gut möglich ist, da eben echt flüssiger läuft. Also gerade eben ist es natürlich nicht sehr flüssig, weil der Frameskip sehr hoch ist, aber... Außerdem weiß ich diesmal, dass ich nicht dreimal durch die ganze Stadt rennen muss. Die Arena ist nicht in dieser, sondern in der nächsten. Ja, jetzt ist Zeit zum Einkaufen und den Frameskip wieder zu verändern. So, du gibst mir mal
5 habe ich schon und ich nehme nochmal 5 mehr. Und 5 Potions. So. Damit sind wir jetzt damit fertig. Jetzt kommt erstmal eine relativ lange Dialogszene, bei der ich im Original, in der Originalaufnahme viel zu viel Spaß hatte. Sorry. Ich hatte hier viel zu viel Spaß. Herbst. Irgendwas geht da vorne ab auf dem Plaza. Okay, lass mal gucken. Natürlich nicht nur wir. Denn wie euch sicher klar ist, wir spielen Pokémon Schwarz. Wir treffen jetzt Jesus Christ. Günther, komm rüber. Moment. Ich stehe einen Meter vor dir. Yo, Leute. Das ist Jesus Christ. Mein Name ist Jesus. Der heißt fast Jesus Christ. Genauer gesagt, im Deutschen schreibt man seinen Namen G-Cis. Und das kann mir keiner sagen, das soll Jesus heißen. Ich repräsentiere Team Plasma. Heute, meine Damen und Herren, möchte ich mit euch über die Bibel reden. Über das Wort Gottes und über die Befreiung aller Pokémon. Ich weiß, die meisten von euch glauben, dass Menschen und Pokémon Partner sind, die zusammenleben, weil wir einander brauchen und haben wollen. Aber ist das wirklich die Wahrheit? Hört auf das Wort Gottes, nicht auf das euch von euch selbst. Habt ihr je bedacht, dass vielleicht wir Menschen nur annehmen, dass dies wahr ist? Pokémon sind Objekte der eigennützigen Befehle ihrer Trainer. Sie werden herumgeschubst, wenn sie unsere Partner bei der Arbeit sind. Kann irgendjemand wirklich sagen, dass es nicht wahr ist, was ich sage? Nein, denn ich bin der Messias! Nun, Ladies und Gentlemen, Pokémon sind anders als Menschen. Sie sind Lebewesen, die unbekanntes Potenzial beinhalten. Sie sind Lebewesen, von denen wir Menschen viel lernen müssen. Erzählt mir, was ist unsere Verantwortung gegenüber diesen wundervollen Wesen, die wir Pokémon nennen? Alle Lebewesen sind gleich in den Augen Gottes! Das ist richtig. Wir müssen die Pokémon befreien. Dann und nur dann werden Menschen und Pokémon wirklich gleich sein. Ihr alle, ich werde meine Ansprache hier heute beenden und euch sagen, dass ihr mal überdenken solltet, was die Beziehung zwischen Pokémon und Menschen angeht. Und den richtigen Weg weiterzumachen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Jetzt kriegt Jesus Eskorte. Tschüss, Jesus!
über diese Rede. Was sollten wir tun? Pokémon befreien, das geht gar nicht. Nur einer bleibt hier zurück aus der Menge. Kein Pokémon. Es hat gerade gesagt. Du redest so schnell. Und was hast du über redende Pokémon gesagt? Das ist seltsam. Ja, sie reden. Oh, dann könnt ihr beides also auch nicht hören. Wie traurig. Mein Name ist N. N ist... Also, N weiß alles, was er hat von Jesus. Er ist ein Messias. Punkt. So nennen wir das. Und so nenne ich jetzt auch den Charakter. Ich bin der Messias. Mein Name ist Sharon und das ist Günther. Wir sollen Pokédex füllen und sind erst gerade losgegangen. Wobei ich sagen muss, eigentlich will ich Champion werden. Den Pokédex? Also, wollt ihr viele Pokémon in Pokébälle einsperren? Ich bin auch ein Trainer, aber ich kann mich nur wundern. Sind Pokémon wirklich glücklich? Günther, nicht? Lass mich die Stimme deines Pokémon erneut hören. Ich weiß schon gar nicht mehr, was er hatte. Aber nichts allzu Starkes. Servant N hatte. Ah ja, genau. Das Ding hatte er. Wir kämpfen jetzt. Wir sind in der letzten Folge auf unsere große Pokémon-Reise aufgebrochen und kämpfen jetzt bereits gegen den Messias selbst. Das ist ein schneller Aufstieg, Leute. Ich habe keine genaue Ahnung mehr, was sehr effektiv ist, aber irgendwie meine ich, es wäre... Genau, Kampf gewesen. Ich weiß noch, dass ich letztes Mal alle anderen Attacken durchprobiert habe und alle nicht sehr effektiv waren. Und deswegen ging der Kampf relativ lang. Aber so gibt's einfach ein bisschen Erfahrung. Ah stimmt, der lernt jetzt eine neue Attacke, der Junge. Kackvieh, vor allem der Junge, Geschlecht weiblich. Kackviech dürfe, oder? Oder erst auf dem nächsten Level. Aber Kackviech dürfte eigentlich eine neue Attacke lernen. Oder das... Nee, das kann nicht sein, dass das aus irgendeinem Grund jetzt genau... Ice Punch. Ich glaube aber tatsächlich hatte ich mich dagegen entschieden letztes Mal, ne? Ja, der Typ Fire Ice Punch ist es natürlich. Diesmal entscheide ich mich... Ich habe letztes Mal schon überlegt, ist es nicht... Wäre es eigentlich nicht schlau, Ominous Wind rauszunehmen, nachdem ich schon gemacht habe, dass ich es nicht tue. Deswegen werde ich es diesmal einfach richtig machen. Player defeated Messias N. Ich habe nie erwartet, dass Pokémon solche Dinge sagen. Solange Pokémon in Pokébällen gefangen sind, werden sie niemals perfekte Wesen werden. Ich muss die Welt für Pokémon verändern, weil sie meine Freunde sind. Es ist das Wort Gottes! Hört ihr? Seltsamer Typ. Scheiße, ich habe jetzt heute ja auch... Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich gar kein Video für den heutigen Tag zum Uploaden habe. Ich schaff's zeitlich nicht mehr, was zu schneiden. Zum Beispiel die erste, obwohl die erste Folge dieses Projekts schneiden dauert nicht lang. Das könnte ich schaffen. Naja, ich werde mir keine Sorgen drüber machen. Trainer und Pokémon helfen sich gegenseitig. Also ich gehe weiter. Ich will in der... Hätte ich das letztes Mal nur durchgelesen. In der nächsten Stadt den Arenaleiter besiegen. Weil dann wird man krass. Ja, an dieser Stelle war ich in der letzten Aufnahme nach 25 Minuten, also wir schaffen heute mehr. Gut, wir haben jetzt bereits Jesus und den Messias getroffen. Die Story hat bereits angezogen. Wir haben den Messias auch bereits bekämpft, da er die Stimme von unserem Kackviech hören wollte.
Ich will gar nicht wissen, wie sich das über seinen Namen ausgeschissen hat. Und zwar wortwörtlich. Ha. Ha. Haha. Ich muss sagen, ich bin schon lustig. Aber gleich kommt erstmal noch ein nächster kleiner Talk zu Beginn der nächsten Route. Und zwar ein Talk, der mehr als ausfällig... falsches Wort. Der schon lange hätte stattfinden sollen. Genauer gesagt, meiner Meinung nach gar nicht hätte nötig sein sollen. Wir sind schnell, Leute. Die Logik hinter dem, was wir gleich bekommen, verstehe ich eh nicht. Ich denke, ein großer Spoiler ist es nicht, wenn ich sage, dass wir die Rennschuhe bekommen. Digga, man kann auch in den Schuhen rennen. Aber YOLO, zweite Route. Das Problem ist halt auch, dass mein Kackviech inzwischen overlevelt. So, das Handyphone ringelt. Und wir wissen alle, was das heißt. Ja, Mom, Alter. Ja, natürlich ist sie auf einmal hier. Günther, guck mal, ja, genau, Rolex-Schuhe ergibt Sinn. Nike Air. So, Chantal ist jetzt auch fertig, damit uns zu nerven. Und wir können weiter. Die Leute hier sind alle keine Trainer. Und wir können mal gucken, ob der Encounter derselbe wird wie beim ersten Mal. Wenn ja, kann ich gleich sagen, ist es jetzt nicht so schlimm, wenn wir ihn nicht bekommen. Ich weiß aber, dass es auch einen Mon auf dieser Route gibt, das ich haben will, ohne Ende. Aber es ist derselbe Encounter wie letztes Mal. Tropius ist, finde ich, ein Pokémon, das echt cool sein könnte, aber wirklich schwach ist, leider. Und das Ding hat eine Kampfschwäche. Jetzt ist natürlich das Problem, ich könnte auf eine Feuerattacke gehen. Das Ding wird aber vermutlich entweder ein Gestein- oder Eistypen haben, wenn Kampf sehr effektiv ist. Oh, das dürfte aber auf keinen davon sehr effektiv sein. Wenn das jetzt very effective ist, muss ich los. Wie? Wie? Das kann mir keiner von euch erzählen. Ich kann nicht... Vor allem, hä? Gibt es überhaupt einen Typ... Ah ja, klar. Jetzt weiß ich's. Natürlich ist das Tropius ein Unlichttyp gewesen, damit gerade meine Kampf- und meine Käferattacke sehr effektiv sind. Finde ich lustig. Und hier liegt ein Lucky Egg, das die fucking Erfahrungspunkte in die Hölle boostet, dass ich auf keinen Fall Kackviech gebe, ansonsten kann ich die Dinger absolut nicht mehr schwächen. Rein theoretisch hätte es hier auf der Route auch die Möglichkeit gegeben, Knackrack zu encountern. Übrigens, darf ich nochmal zurück... Jetzt mal im Ernst, ich wusste schon, dass Kampf sehr effektiv auf das Pokémon ist. Das heißt, es hätte entweder Gestein, Feuer oder Unlicht sein können. Ah ja, Bugcatcher natürlich, Elite 4. Es hätte wirklich... Stimmt! Und in dem... Ja, das war letztes Mal auch toll. Gegen den wilden Encounter. Sehr effektiv. Dieses Mal andere Attacke, anderer Typ. Wieder sehr effektiv. Lustig. RNGs, es ist am Start. Ich glaube, der Messias ist salty, dass ich ihn kaputt gemacht habe. Was laber ich gerade eigentlich? Soweit ich weiß, letztes Mal... bin ich mir ziemlich sicher, dass all meine Attacken nicht sehr effektiv waren.
Okay, neutral. Dragon Breath kann jedes von den Viechern, das wissen wir ja. Aber viel Damage macht's nicht. Aber der Ice Punch vom Typ Feuer, lel, ist ziemlich gut, also das kann ich machen. Und einen weiteren Trainer hatte ich in der letzten Folge noch besiegt, dann war sie rum. Und der Trainer war richtig scheiße, weiß ich noch, der konnte gar nichts. Das Problem ist halt, ich habe nur ein Pokémon und ich bekomme so viel Erfahrung, dass Kackviech komplett overlevelt. Und dadurch wird es nur noch weniger möglich, Pokémon zu schwächen. Ich habe ehrlich keine Ahnung, wie ich was fangen soll. Die Viecher bleiben, der Typ will mir nur sagen, wie man da unten runterspringt. Nee, ja, hier, die war die letzte in der letzten Folge, in der Originalfolge. Es ist halt wirklich ein bisschen arg dreckig. Ich kann die Gegner nicht schwächen, aber ich werde sie nicht ohne Schwächen fangen können. Das ist richtig ranzig. Ich kann eigentlich nichts so wirklich machen. Nur ein Pokémon, ich dachte, es wären Zweige. Ah ja, stimmt! Fucking Zickzacks hatte die, ja, da war ja was. Voll OP, Leute. Ich glaube, ich hatte letztes Mal sogar sehr effektiven Angriff. Wobei dieser sehr effektive Angriff dann entweder Woodhammer oder Shadow Punch wäre. Ich gehe auf Shadow Punch, weil ich keinen Bock auf Recoil habe. Oder, ah nein, ich hatte, glaube ich, Shadow Punch benutzt. Auf jeden Fall hatte ich irgendwas... Na, stimmt, Statik hatte das Viech. Auf jeden Fall habe ich das Ding gewone-hitted, obwohl es nur neutral war, der Angriff. Genau wie jetzt. Und jetzt bin ich paralysiert. Geil. Warum habe ich eigentlich die scheiß Rennschuhe bisher noch nicht benutzt? Zumindest passt der Text, den sie hat, halbwegs zum Pokémon. Zickzacks ist ein Pokémon, bei dem man zumindest eher sagen kann, dass es niedlich ist als bei so einer... manch anderen. Und ich habe keinen Bock auf die Paralyse. So, ein paar Meter weiter geht's heute noch. Ich glaube, eine Route gibt's noch vor der Arena dann. Da sollte ich dann echt ein Pokémon bekommen, ansonsten wird's mies. Oder nee, warte, bekommt man nicht sogar noch ein Pokémon geschenkt? Ich glaube, man bekommt noch ein... Ja doch, man bekommt... Man bekommt auf dieser einen Route ein Pokémon geschenkt auch. Übrigens werde ich das so handhaben, ich werde auf der Route ein Pokémon fangen und das Geschenkte annehmen. Gilt genauso wie wenn ich in der Stadt zum Beispiel ein Pokémon tauschen kann und es gleichzeitig Wasser zum Angeln gibt, werde ich mir auch beides die Möglichkeit geben zu bekommen. Alter, das ist gerade voll ungewohnt. In Pokémon Emerald konnte man in Gebäuden nicht rennen. Auch wenn ich es nicht verstanden habe. Wobei man sagen muss, die Rennschuhe machen einen immer noch nicht gerade so schnell, wie es toll wäre. Aber ey, besser als ohne. 5. November haben wir inzwischen, Alter. Die Zeit vergeht. Auch diesen YouTube-Kanal gibt es inzwischen schon echt eine ganze Weile. Und ich bin immer noch saumotiviert, ihn zu führen. Das Ding hätte es ja auch gegeben und na toll. Wie gesagt, ich hatte in der Originalfolge noch einen Knackrack-Encounter, nachdem ich das Tropius mit Woodhammer, der natürlich sehr effektiv war, gewone-hittet habe. Ich werde garantiert keine wilden Pokémon bekämpfen, mit dem Risiko noch mehr zu overleveln. Und sehen wir vielleicht zumindest nochmal das Knackrack? Ein Kirlia hätte es ja auch gegeben. Es hätte echt...
einige schöne Pokémon gegeben. Aber ich encounter Tropius, das natürlich genau den 100% falschen Typen für meine Situation hat. Das ist auch das Problem. Mein Kackviech hat halt komplett overpowerte Werte. Das hat schon Angriff von 35 oder so gehabt am Ende der letzten Folge. Und ich glaube, da war ich sogar noch ein Level niedriger. Das Viech ist einfach krank. Und zum Pokémon fangen scheiße. So, da oben ist der nächste Bugcatcher. Vorher haben wir hier noch... Hier, Knackrack, ich sag's ja. Das wäre ein möglicher Encounter gewesen. Und es hätte sogar gut sein können, dass ich es nicht gewone-hittet hätte, weil Knackrack gute Werte hat. Digga, stellt euch vor, wir hätten als erste zwei Team mit... Ey, stellt euch vor, auf der ersten Route hätte es noch geklappt und wir hätten dann einfach nach zwei Routen in dieser Challenge eine Rabigator, ein Arktos und ein Knackrack im Team. Aber nein, ich hab's ja für nötig gehalten, den Messias abzufacken. Und jetzt ist RNGs salty. Ja. Ich komm zu der... warum bezweifle ich stark, dass der einen Yorkliff benutzt? Wahrscheinlich kommt der jetzt mit Rayquaza oder so ein Bullshit. Wir haben Elite vor Jessica, Alter. Eine Transe auch noch. Ja, okay. Das Ding ist jetzt auch nicht das Allerstärkste. Aber es ist definitiv kein Yorkliff. Das ist das Beste an einer Randomizer. Wenn die Trainer eigentlich Texte haben, in denen sie genau erwähnen, welches Pokémon sie haben. Frisnotemmer. Warum habe ich gerade gedappt? Jawohl! Oh, ich dachte irgendwie wegen dem Sound, das wäre sehr effektiv. Oh, Super Zahne! Finde ich nicht gut. Nicht sympathisch. Man kann sich nicht unterhalten. Das Tolle ist ja auch, ich habe jetzt schon gefühlt so viele HP. Aha, Shadow Punch ist nicht sehr effektiv. Ich habe jetzt schon eine Anzahl an HP. Durch den Trank eigentlich relativ schlecht ist für mich. Und ich overlevel einfach. Das brauche ich nicht. Keep the old moves, Motherfucker. Also, wir haben bereits zwei Top 4 mit... Jetzt mal im Ernst, wir sind in der zweiten Folge und haben heute bereits den Messias und zwei Top-4-Mitglieder besiegt. Wer kann das denn von sich behaupten? Ne. Gibt's hier ein Item vielleicht? Oh. Was ist das? Und was ist das? Steel Jam. Steel Jam mit... Nee, Metal. Das Item kenne ich gar nicht. Das ist einfach so ein typisches Status-Highlight-Item und das andere verstärkt irgendwie einmalig eine Stahlattacke. Oh, hey, Günther, wenn du mich jetzt bekämpfen willst, ohne mein Pokémon zu heilen, gebe ich dir so eine fette Schelle. Und jetzt beeil dich, ich wollte heute am liebsten noch ein anderes Pokémon abholen, aber das wird... Und du heilst mich jetzt nicht, sehe ich das richtig? Veronika, du Dumme. Das könnte mein erster Lose heute werden. Gegen fucking Servant Veronika. Nachdem ich Messias und zwei Elite-Vormitglieder besiegt habe.
Oh nein, sie hat... Was zum Fick bist du? Aber nur auf Level 6. Ich hab 8 Level höher. Okay, und Tränke. Digga, aber von einem Fernkampf hat die Olle auch noch nicht gehört, ne? Frissen Shadow Punch in die Fräse, ne? Tschüss. Digga, du kannst mich nicht besiegen! Kadabra, was willst du mit Kadabra, Alle? Nur Level 7? Ja, der kleine, Alter, passt perfekt. Machen wir noch einen Shadow Punch. Haus weg, Kackviech. Natürlich nicht sehr effektiv. Ja. Wir kennen's ja alle. Wow. Ich will ja nicht anmerken. Ja, du hast mir bisher diesen Kampf einen HP-Schaden gemacht. Ich möchte hier kurz meinen Respekt gegenüber von Victoria der Eulen zeigen. Sie hat genau einen HP-Schaden gemacht. Du musst doch wissen, wenn ich den Messias besiege, heißt das, ich bin der neue Messias! Was ist eigentlich los mit mir, Alter? Ich hab irgendwie die Sorge, dass mein fucking Rabigator zu broken wird. Oh, stimmt, Lel. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich hab vorhin meine eigene fucking Regel für diese Challenge gebrochen. YOLO. Ich hatte doch die Challenge, nicht zurückzulaufen auf einer Route in die vorige Stadt, um Pokémon Center zu erreichen. Was mache ich? In die vorige Stadt gehen. Da gibt's ein Pokémon Center. Respekt an mich. Kommt nicht wieder vor. Komm, ich will eigentlich schon jetzt noch einen nächsten Encounter sehen. Heute, auch wenn ich ihn fangen muss, ohne ihn zu schwächen. Man kann es natürlich auch sagen, bin dumm, dass ich das überhaupt angegriffen habe, das Tropius. Aber ich hatte in der letzten Folge bereits, oder ich sag immer letzte Folge, ich meine halt das Original, wenn ich das sage. Hatte ich schon versucht, das Ding zu fangen, ohne es anzugreifen, aber das Ding hat nie überhaupt gewackelt. Hier, der Typ steht vor der Arena. Moin, der Arena-Leiter ist in der Trainer-School. Muss ich jetzt in die Trainer-School? Ich kann doch bestimmt auch hier hin, ne? Bist du ein Trainer? Das werde ich als ja. Aber hier gibt... Nein, ich brauche jetzt das Schneider, um einen Encounter bekommen zu können, oder? Bitte sag mir, es gibt auch vor dem Zerschneiderbaum schon die Möglichkeit auf einen Encounter. Aber vorher müssen wir Writer Doodly besiegen. Wirklich? Die letzte von ihrer Art? Rassenlehre. Ich meine, was? Ach so, bra. Ich hab grad irgendwie gedacht, Zangoose wäre die Weiterentwicklung von Zigzagoon. Ja gut. 5000 IQ. Shadow Punch! Auf die Fresse! Gib Schelle! Oh, sehr effektiv. Mich wundert's, dass ich so oft mit Käfer sehr effektiv treffe. Irgendwie 3 Typen gibt's doch, gegen die Käfer sehr effektiv ist. Sehe ich das richtig? Pflanze, Psycho und Unlicht. Und voll viele Gegner haben genau einen dieser Typen. Wenn das jetzt auch noch sehr effektiv ist, das wäre irgendwie lame. Deswegen ist es nicht anime mal. Ist es Erholung?
Das ist entweder Erholung oder irgendwie eine... Ja. Danke. Das ist Genesung oder so ein Bullshit. Komm, einfach hoffen, dass es zumindest neutral ist, dann dürft's reichen. Wir wissen alle, was jetzt geschieht. Oh, war sogar sehr effektiv, Lel. Ich war mir sicher, dass es nicht sehr effektiv sein wird. So, damaged. Viel zu viel Erfahrung. Komm, entweder gönnen wir uns jetzt noch einen Encounter, wenn es die Möglichkeit gibt, oder wir müssen es leider. Oh nein, noch ein Trainer, oder? Ja. Längere Folge, aber ich muss um 4 weg und ihr seht ja die Zeit in den Kämpfen. Mathe-Hausaufgaben muss ich dann wohl verschieben. Das dritte Top-4-Mitglied heute! Wir sind voll krass dabei in der zweiten Folge und wir haben fast die Top 4 besiegt. Ey, lass mich raten, später die Top 4 Mitglieder heißen dann Käfersammler, ne? Kackviech, du bist eh so broken, du machst irgendwas und durch ist. Komm, eine Schelle, zack. Oh. Ich könnte jetzt einfach halt die Fresse sagen, aber das wäre unfreundlich. Deswegen sage ich halt's Maul. Eigentlich hatte ich nicht geplant, schon wieder so eine lange Folge zu machen, aber der Messias hat es nicht anders gewollt. Hat er vorhin eindeutig gesagt, ihr habt's nur nicht gehört. Übrigens, man merkt vielleicht, dass ich es ein bisschen besser jetzt angepasst habe, auch damit, wie der Rahmen im Vergleich zum Bild ist. Im Vergleich zur letzten Folge. Miltank. Wir wissen alle genau, was wir jetzt tun. Einfach random Punch auf die Phrasen. Reicht's für einen One-Hit, fände ich nice. Und das heißt gleichzeitig auch, dass Käfer nicht sehr effektiv sein kann. Denn Psycho und Unlicht wäre Feuer neutral drauf. Und auf Pflanze sogar sehr effektiv. Ich hoffe mal, dass es zumindest neutral ist. Lass mich raten. Junge! Feuer und Käfer sind nicht sehr effektiv. Könnte Gestein sein. Ändert aber nichts dran, dass es jetzt tot ist. Jetzt mal im Ernst, die Kämpfe sind nicht mal spannend, weil Kackviech so broken ist. Oh, ein etwas stärkeres Mon. Das Ding kennt Woodhammer. Ist das irgendwie vielleicht ein Tipp, dass Woodhammer sehr effektiv ist? Ich weiß nicht. Ich kenne mich nicht aus mit der Fähigkeit. War's wohl tatsächlich? Das heißt, die Fähigkeit hat dem Viech jetzt geschadet, jawohl. Uff, der Recoil. Level 16, warte. Das Ding ist ein Starter. Könnte es sein, dass sich das jetzt entwickelt? Oder macht's das nicht, weil es schon voll entwickelt ist? Ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Einstellung funktioniert. Das wär's natürlich, wenn Rabigator sich jetzt entwickelt und zu irgendeinem Kackviech wird. Aber nein. Ich hab keinen Bock auf dich, dich skippe ich erstmal. Aber nein, nur ein Item. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.